Ein revaisches Hallo, meine Freunde, und willkommen zu Minecraft, und zwar Take It Legendary. Das habe ich mir jetzt als kleines Projekt rausgesucht. Das heißt kleines Projekt, ja, mal schauen, wie weit ich komme, wie gut ich vorankomme. Und ich merke gerade, ich muss definitiv hier das Spiel leiser drehen. So. Also ich fange jetzt halt bei Null an und muss halt gucken, wie weit ich komme. Weil, also ich habe ja mit Items früher öfters mal Take It aufgenommen, aber immer Take It Light. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie es aussieht, wie viel oder was für Mods wir hier drin haben. Ja, eigentlich könnte ich ja hier irgendwo bauen, oder? Hallo. Na, kleine Schweinchen. Ja, ich baue hier irgendwo. So. So. Jetzt weiß ich aber nicht, wenn ich hier die Sachen abbaue. Ja, doch, 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 doch. Okay, gut. Dann weiß ich das jetzt auch. Weil wir bauen dann alles auf einmal ab. Deshalb dauert es dann ein bisschen länger. Ich habe eine Spinne gehört. Haben wir hier irgendwo einen Höhleneingang? Ja gut, die erste Zeit wird es jetzt halt eher weniger Tacket, sondern mehr so, ich brauche Sachen zum, also ich brauche eine Hütte und so. Ich hätte vielleicht einen Punkt setzen sollen, weil das gibt's, glaube ich, hier, ja. Oh. Das sieht gut aus, Leute, das sieht gut aus. Aber können wir die Sachen mit einfachen Dingens hier abbauen? Nee. Vielleicht bleibe ich auch hier irgendwie. Ist ja eigentlich auch nicht so übel, oder? Eigentlich geht es ja voll klar hier. Limestone. Ja, dann mache ich mir jetzt nochmal einen neuen Crafting Table. Den anderen hole ich dann wahrscheinlich in Folge 320 zurück. So. Und dann kann ich mir nämlich jetzt gleich hier... Nee. Wobei. So. Ich finde es bei dem Lied immer so krass, ey, mit diesem Flüstern da. Haben wir da hinten eine Ölquelle? Sieht aus, als ob da eine Ölquelle wäre. Aber egal. Oder ich kümmere mich jetzt erstmal hier um die Sachen, weil die kann ich bestimmt gebrauchen. Tin Ore kann ich immer gebrauchen. Es ist schon ewig her, dass ich Take It gespielt habe. Oh. So. Brauche ich nämlich nicht im Wasser rumstehen. Was ist denn das? Meint ihr, ich weiß nicht, was das ist, was ich da gerade aufsammle, aber es ist, ja, ich sammle es mal auf, das könnte wichtig sein. So. Was ist das? Also wir haben auf jeden Fall ein paar Sachen hier, die wir dann nutzen können. Aber wie gesagt, ey, also da müsst ihr jetzt echt ein bisschen Geduld haben mit mir, weil das wird wahrscheinlich eher, ja.
wird wahrscheinlich ein bisschen komisch am Anfang. So, da haben wir wieder Tin. Aber Kohle und Dings wäre halt nicht schlecht. Kohle und Eisen. Eisen für eine andere. Was tue ich denn? Eisen für eine andere Spitzhacke halt. Kohle, damit ich mir halt auch eine Dings herstellen kann. Eine Fackel. Oder Fackeln. Sammeln hier. Kupfer. Kupfer ist auch wichtig. Nur bei dem Limestone weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber fällt mir gerade ein, wir sind noch voll in, oder ich bin doch hier gerade voll in dem Dingsgebiet hier. Genau, weil hier oben. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja, Kohle. Perfekt. Anstatt ich gleich hier hochgehe und guck. Manchmal kann es so einfach sein und man macht es sich unnötig schwer. Und die Hälfte von euch hat es wahrscheinlich eh schon am Anfang gesehen, dass da Kohle ist und hat sich gedacht, warum geht der Idiot jetzt da runter und holt sich nicht die Kohle hier oben. Weil meistens hocke ich nämlich auch so dran, gucke mir andere YouTuber an und denke mir, boah, Alter, will der mich gerade verarschen. Der läuft zum 10. Mal an derselben Stelle vorbei. Da liegt's doch. Warum nimmst du es nicht? Aber selber ist man dann, wenn man spielt, so abgelenkt durch viele Sachen, dass man es gar nicht mitbekommt. Ist jetzt hier noch ein bisschen Eisen hier oben? Das wäre auch nicht schlecht, oder? Kupfer. Doch, da hinten. Aber hier ist ja alles voll mit Kohle. Und Eier. Leute, Eier. Nimm alles mit. Da vorne liegt noch mal eins. Hey, die Hühner hier sind echt ein bisschen fleißig so mit Eier legen. Ist ja übel. Also ich brauche jetzt auf jeden Fall gleich dann demnächst eine andere Spitzhacke. Weil die macht es nicht mehr lang. Eier. Dann gehe ich jetzt erstmal ins Kabuff zurück. Da unten hin. Naja, ich glaube, also ich baue mir auf jeden Fall das hier aus. Zu einer Hütte hier. Weiß zwar nicht, warum ich das jetzt gerade in die Mitte gelegt habe, aber egal. So. Ach ja, ich brauche noch Sticks und ein bisschen Kohle für die Fackeln. Und dann wollte ich noch einen Ofen herstellen. Oh, nochmal ein. Wir haben es ja. Da können wir nämlich gleich vielleicht noch ein bisschen was brennen. Und zwar. Ja, doch. Passt ja. Ja, Kupfer haben wir ja nicht viel. Kupfer haben wir nicht viel. Und. Eine Kiste mache ich mir auch gleich noch, weil wenn ich jetzt da runter gehe, nicht, dass ich dann gleich schon wieder alles dann weg verliere hier. Das wäre auch nicht so geil. Wobei. Ich weiß nicht, ob ich den Limestone brauche. Das ich schätze fast nicht. Und den Rest brauche ich dann wahrscheinlich auch nicht mehr.
So. Dann gehen wir runter. Ah ja, vor kurzem habe ich ja noch gemeint, gute Nacht, Let's Play. Das wäre wahrscheinlich so ein Ding, was man sich so abends, so kurz vorm Einpennen angucken kann. Bis jetzt. Auf welcher Höhe bin ich denn? 49, ja, 49, okay. Muss auf jeden Fall aufpassen, dass hier gut ausgeleuchtet ist, weil Gegner sind ja an. So. Als ich damals mit dem Items aufgenommen habe, habe ich ja dann aufgenommen. Wie komme ich jetzt auf aufnehmen? Als ich mit ihm gespielt habe, hat er mir irgendwann mal so ein komisches Ding gebaut, was so auf Gleisen rumgefahren ist, also auch so ein Minenarbeitsgerät, weil ich ja die ganze Zeit diese Turtles genommen habe. Und das fand, hat er irgendwann gemeint, ich baue dir da was. Und dann hatte ich so ein komisches Teil, das hatte einen World Anchor dabei. Und das ist da durch die Gegend gefahren und hat Schienen gelegt und hat abgebaut. Oh oh. Oh oh. Mir war da gerade so, als ob ich Lava gehört hätte. Und ich höre hier. Moment, ich gehe jetzt erstmal nochmal kurz hoch. Weil ich habe doch Eisen gefunden gehabt jetzt gerade. Glaube ich. Ups. Ist schon fertig. Ist ja krass. Ging ja schnell. Eisen und Kupfer. Das Zinn mal weg. Ich sollte hier das Zeugs vielleicht. Geh doch mal weg, blöder Tintenfischdinger, du. Guck, wegen dir habe ich jetzt mich verbaut. Super. Echt. Mensch. Ja, also vorerst geht es ja. Ich hoffe jetzt nicht, dass da vorne ein Skelett dann rumkommt oder so und mich auf einmal abknallt. Das wäre jetzt nicht so geil. Ah ja, essenstechnisch muss ich jetzt... auch gucken. Weil ich sollte ja nicht verhungern. Auf jeden Fall eine Dings, eine Spitzhacke, weil ich gehe dann gleich wieder runter in die Mine. Und ein Schwert. So, und dann gehe ich jetzt kurz da nach vorne. Wo ist das Schweinchen hin? Ich höre es doch. Da vorne ist eins. Ah, hier haben wir auch noch eins. Okay, gut. Na komm her. Oh oh. Eine Hexe. Noch eine Hexe. Das sind zwei Hexen. Und ein Zombie. Nein. Oh Gott. Die blöde Kuh. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ihr habt mich nicht gesehen. Nein. Nein. Shit. Shit.
Jetzt stehen die da vor der Tür. Oh no. Leute. Ist doch scheiße. Ja gut, dann würde ich sagen, war's das mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Gerne auch kommentieren, was haltet ihr von dem Projekt. Ist es in Ordnung oder habt ihr da einfach gar keinen Bock drauf? Kann ja auch sein, dass ihr es nicht sehen wollt. Ja, und dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut, ciao.